Du willst es wissen, oder? Du willst es echt wissen, junger Freund. Mist, ich habe keine Pfeile mehr. Geht aber auch im Nahkampf, Junge. Gar kein Ding, wie du es haben willst. Alles machbar. So, jetzt aber nix hier runter. Zurück zur E-Chest. Leider haben wir keine Behutsamkeitssachen bekommen. Das wäre noch cooler gewesen. So, Truhe, Endstab. Das. Und ich glaube, das war's dann auch schon erstmal. Wir nehmen mal noch welche von den Chorusfrüchten mit. Das ist ja jetzt nicht so das seltene Item, aber das ist nämlich auch gut fürs Essen. Also man kann mit Chorusfrüchten sich auch hochheilen, wie mit ganz normaler Nahrung auch. Nur, dass halt keine ganz normale Nahrung ist. Aber dazu später mehr. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir hier diesen Ort geklärt kriegen. Zu 100%. Ist zwar gerade sehr ruhig, ist aber auch irgendwie verdächtig ruhig, oder? Ich traue dem Frieden hier noch nicht. Und da habe ich das schon wieder irgendwo einen Deckel, so einen Kochdeckel aufhören gehen. Aufgehen hören, so rum. Okay, hier ist tatsächlich erstmal nichts los. Wow, das ist gefährlich. Blablabla. Gerade hört sich so ein bisschen an wie Weltmillionärmusik. Okay. Na gut, lassen wir es jetzt erstmal dabei beruhen. Wenn hier noch Schulker sind und die Stress wollen, können sie es gerne noch kriegen, so ist nicht. Aber offenbar haben die jetzt erstmal Angst vor uns. Das ist ja auch in Ordnung. So. Und wir gehen erstmal weiter runter, runter, runter. Runter, runter. Okay. Dann sind wir wieder hier. Nehmen noch ein paar Endstäbe mit. Einfach weil die hier rumstehen. So, und dann ist die Frage, wo waren wir noch nicht? Da geht es ja eh nirgendwo lang, ne? Da ist dann das Schiff. Da vorne waren wir schon. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch nach da. So ist es doch, nicht wahr? So ist es. Ich habe keine Pfeile mehr. Das ist so ein bisschen eine Sache. Der moderne Mensch würde sagen, das ist ein Issue, was wir hier haben. Das ist ein Issue. Ja, willkommen. Alter, ich hab's doch ganz klar getroffen. Egal, komm. Wir regen uns jetzt nicht auf. Wir schweben jetzt hier noch ein bisschen durch die Gegend. Dann gibt's halt Kloppe. Oh Mann. Es kann nicht sein. Es kann nicht sein. Es kann einfach nicht sein. Danke. Sehr gut. Hat er was fallen lassen? Ja, hat er. Wieder eine Schulterschale für uns. Sehr schön. So, und hier geht's hinauf wieder mal. Wir kennen das Spielchen ja schon. Hier wird wieder mächtig rumgeballert. So, blöde. Diese Geräusche, ey. So, wo sind wir denn jetzt? Jetzt sind wir hier auf so einer Zwischenplattform, wie es aussieht. Da ist nochmal ein Turm. Hier drüben ist kein Turm. Da ist irgendwas. Und hier geht es noch höher. Wir gehen erstmal noch höher. Weil wir wollen es ja hier auch komplett erforschen, was hier noch so ist. Oh, oh. Oh, was? Von wo? Ach, von oben. Ah ja. Guten Tag, der Herr. So. Gut. Sah jetzt nicht so aus, als hätte er irgendwas Tolles droppen lassen. Als hätte er irgendwas droppen lassen, als sei es heiß. Ich würde gerne einen dieser Endbanner mitnehmen, aber die fallen leider alle runter. Jetzt haben wir einen. Sehr schön, zwei. 3.
Sehr schön. Magenta Banner, toll. Ich dachte, er hätte wenigstens einen eigenen Namen, aber nö, ist nicht. Gut. Okay, weiter geht's hier nicht hoch. Alles klar. Dann können wir den Weg auch wieder nach unten bestreiten. Ach, und hier liegen jetzt auch noch Banner rum. Sehr schön. So, ich würde auch sagen, dass wir hier jetzt erstmal weitergehen. In Richtung dieses Turms, weil hier waren wir noch nicht. So, schnell rein. Sehr gut. Das hat gut geklappt soweit. Nice. Konnte uns nicht mal nerven. Mist, der hat sich wegteleportiert. Okay. Ja, ist halt dann so. Schade. Wow. Wow, Alter. Geht ja schon wieder gut los hier. Oh. Hi. Danke. Danke. So, was haben wir hier? Hier ist einfach so eine Aussichtsplattform, wie es erscheint. Wir nehmen die Stäbe mit, weil die sind super. Sonst geht hier noch weiter hoch. Das heißt, wir gucken mal, was hier noch so auf uns wartet. Das war jetzt nix. So. Okay, das Ding dürfte kaputt gehen. Das Projektil. Das habe ich kaputt gemacht. Das ist auch gut. Na komm. Na komm. Sehr schön. Okay, dann haben wir das hier auch geklärt. Warte mal, da oben ist noch ein Gang. Sort of. Ups. Ja. Ja, okay. Nehmen wir mit. Können wir wieder versuchen, die Banner hier mitzukriegen. Zum Teil klappt's. Alter, hier muss man echt schwindelfrei sein, ne? Jetzt sind wir wirklich in Höhen unterwegs, wo es einem schon gruseln könnte. Aber wir merken auf jeden Fall, dass wir das meiste an Schulkern jetzt besiegt haben. Denn es ist deutlich ruhiger geworden. Aber hier drüben müssen wir, glaube ich, noch hin. Zumindest ein bisschen. Da haben wir noch nicht alles entdeckt. Nämlich, wir müssen noch auf das Schiff. Und das wird auch eine kleine Challenge, weil wie sollen wir da hinkommen? Ich meine, wir können eine Enderperle werfen. Das könnte funktionieren. Wenn man Enderperlen übrigens in die Endleere wirft, passiert gar nichts. Habe ich mittlerweile recherchiert. Sagen wir es mal so. Professionell natürlich in einem Versuch das Ganze mal getestet und herausgefunden, dass es so ist. Ja? Damit ihr nicht testen müsst, ist ja ganz klar. So, was haben wir jetzt hier drüben noch? Hier sind auch noch mal welche. Dann komm mal her. Ja, okay, es fliegt einfach zurück. Ach Mist. Ach Mist. Da haben sie mich doch schon wieder erwischt. Die kleinen. Diese kleinen Rabauken. Tja. Macht mir aber nichts. Ich komme einfach nochmal. So, hier drin kann mir ja eh erstmal nichts passieren. Hier ist ja niemand und nichts und überhaupt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich diese violetten Blöcke hübsch finden soll oder nicht. Deshalb nehme ich sie jetzt erstmal nicht mit. So, und ich glaube, der war hier. Nee, war nicht. Oh Mist. Na gut, egal. Komm, wir ziehen die Reißleine.
So, und zwar müssen wir nach hier und uns jetzt überlegen, wie wir da. Ach du Kacke, warum fliegt denn da noch viel zu viel Zeug rum? Also irgendwo ist auf jeden Fall noch ein Schulker-Typi, den wir verpasst haben. Aber jetzt ist erstmal Ruhe, oder wie? Sieht so aus. So, wir können. Fuck it, wir probieren's. Oh ja, das hat geklappt. Das hat geklappt und wir gehen am besten gleich mal unter Deck. Denn hier können wir nicht mehr so schnell attackiert werden. Sehr nice. So, hier ist ein Braustand mit Tränken der Heilung. Nehmen wir mit. Wir nehmen auch meinen Braustand mit. Warum nicht? Und hier ist auch nochmal ein Schulker. Na du. Kleiner Schulker. Au. Au. Toll. Ja, das ist ganz großartig, wie du das hier machst. Und der ist down. So, wie lange schweben wir noch? Nicht mehr lang. Dann, ja, da haben wir hier nochmal Diamanten. Ach du Kacke, haben wir hier Zeug, ey. Huiuiuiui, das ist nicht schlecht. Der Stuff hier. Reparatur sogar. Nice Verzauberung auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, wir lassen alles Mögliche an Erde hier, oder? Weil Erde haben wir ohne Ende. Ja, Goldbarren werfen sie jetzt auch nochmal um sich, aber die brauche ich eigentlich nicht. Endstab nehmen wir mit und dann fragt ihr euch natürlich, was ist denn das? Und das, meine Freunde, ist der Grund, wieso wir hier sind. Hinterm Horizont geht's weiter. Finde Elytren. Und das hier sind Elytren. Und mit denen kann man wunderbare Dinge anstellen. Und das werden wir auch tun. Aber nicht jetzt. Jetzt versuchen wir erstmal lebend wegzukommen, würde ich vorschlagen. Irgendwie scheint mir es auch ganz nett zu sein, die Idee. Warte, warte. So. Tschupp. Und ciao, ihr Pissers. Was? Was ist das? Schöne Aussicht von hier oben. Schwebe durch ein Schulkergeschoss 50 Blöcke aufwärts. Das haben wir geschafft. Was sagst du dazu, Enderman? Nix. Okay. Und damit haben wir also Elytren gefunden. Und das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Das ist alles, was ich wollte. Wir gehen zurück. Der Weg war ja nicht allzu weit. Und werfen noch einen kleinen Blick gleich zurück auf die. Auf die Endcity, die wir hier gerade erfolgreich geraidet haben und geplündert haben. Schön. Einfach schön. So, und jetzt geht's zurück. Oh Mann, die Endermen können natürlich die Erdblöcke wegmachen. Gerade einen gesehen, der einen in der Hand hat. Das heißt, es ist vielleicht nicht das Allersicherste, um sich den Weg zu markieren. Egal, so weit war es ja auch jetzt nicht. Von daher passt das. So, wir gehen jetzt zurück. Dann können wir von mir aus die Elytren auch gleich mal ausprobieren, aber natürlich in der Oberwelt. Das möchte ich hier ungern im Ende machen, auch wenn es im Ende durchaus auch sinnvoll ist, klar. Aber ich möchte es halt, wie gesagt, trotzdem ungern machen. Denn im Ende kann man so leicht sterben. Ne? Ein Fehltritt und man fliegt in die Void. Und das wollen wir doch alle nicht. Das wollen wir doch nicht. Ich habe jetzt eigentlich ehrlich gesagt gedacht, bei dem Achievement. Ja, hier wurde auch wieder geklaut. Bei dem Achievement, das wir gerade unlocked haben, dass das irgendwas damit zu tun hatte, dass wir uns so derbe weit mit der Enderperle haben runterfallen lassen. Dass das irgendwie, dass das ein Achievement sei. So. Und wie ihr seht, es funktioniert. Wunderbar. Jetzt frage ich mich, wenn wir hier durch das Portal gehen, wo wir dann eigentlich rauskommen. Bin ich mir gar nicht sicher, ehrlich gesagt. Aber wir probieren es einfach mal. Immerhin müssen wir nicht durchs Ende zurück. Müssen eigentlich bei unserem Papagei erscheinen, oder? Wir schauen mal. Ja, hallo. Ah, so, wir legen uns erstmal pennen nach dieser wirklich ereignisreichen Expedition hier. Viel Neues schon wieder gesehen. Viel zu viel Neues.
Und ganz viel neuer Kram. Und ganz viel neuer Kram. Nice. Sehr, sehr schöner Kram hier. Das kann man ja wohl mal so festhalten. So, 7 Diamanten allein schon. Also allein schon deshalb hat es sich gelohnt. Damit haben wir wieder 9 Stück insgesamt. Sehr gut. Das ist doch immerhin etwas. So, dann die ganzen Eimer können hier rein. Ja. Ich möchte jetzt eigentlich nicht großartig hier. Hier, ne? Hier können wir gleich mal tauschen. Haben wir mal ein Diamantschwert getauscht gegen ein verzaubertes Diamantschwert. Das kann doch auch nicht schaden. So, und dann nehmen wir mal das ganze Rüstungszeug hier und das ganze Gedöns, die ganzen Items hier raus. Machen die mal hier hin. Denn dann können wir immer wieder was reparieren, etc. Das ist doch auch gleich mal schon was wert. So, Spitzhacke nehmen wir mal. Reparatur, Haltbarkeit, Effizienz. Können wir die am Amboss eventuell? Also, ich meine ja nur ganz eventuell. 23, 15. Können wir. Na, wenn wir schön blöd, wenn wir das nicht machen müssen würden. Wir haben jetzt Glück, Effizienz 5, Haltbarkeit 3 und Reparatur. What the fuck ist hier passiert? Ich sehe nur einen Fuchs und tausende tote Fische. Ich werde hier keine Fragen stellen an diesem Punkt. Nein, nein, nein. Hallo Fuchs. Ich hoffe, dir geht's gut oder so. Wie gesagt, ich werde das hier nicht hinterfragen. So. Sammeln wir mal hier den ganzen Kram ein. Ha, und dann seid ihr sicherlich interessiert daran, mal die Elytren im Einsatz zu sehen. Ich weiß gar nicht, ob wir noch Feuerwerk haben, denn Feuerwerk hat jetzt auch einen Sinn. Also ich kann jetzt mal hier das Rätselraten mal sein lassen. Ich denke mal, die meisten von euch werden eh wissen, worum es sich dabei handelt, weil das Ding ja so bekannt geworden ist. Aber für die wenigen, die es vielleicht doch nicht wissen, wollte ich es halt einigermaßen spannend halten. Gibt ja doch immer mal wieder den einen oder anderen, der dann solche Neuerungen nicht mitbekommen hat und wir haben keinen einzigen Pfeil mehr. Alter Schwede. So, und die Frage ist, achso, die Frage ist, haben wir noch Feuerwerk? Und falls nein, wie craftet man eigentlich welches? Das sind die Fragen, die mich beschäftigen. Und ich habe keine Ahnung, ob wir noch welches haben. Ich habe keine Ahnung, wie man sowas craftet. Tja. Sieht schlecht aus. Feuerstein, Kakteen. Haben wir nicht irgendwo. Ist das doof? Wie wär's denn damit? So. Ja, ich habe keine Ahnung. Feuerwerk haben wir hier offenbar nicht mehr. Müssen wir da mal anders gucken. So, aber wir testen die Elytren jetzt natürlich mal aus. Oder die Elytra, wie es auf Englisch heißt. Ich finde, Elytra ist ein deutlich besseres Wort irgendwie. Elytren klingt für mich irgendwie doof. So, und zwar kann man die hier anziehen wie eine Rüstung sozusagen. Also wie den Brustpanzer. Sieht dann so aus, relativ drollig eigentlich. Und man kann damit fliegen, sort of. Und zwar schweben. Einfach die Maustaste zweimal drücken oder halt einfach spammen. Und schon fliegt man durch die Lüfte. Ja, leider kann man halt nur segeln damit. Aber wenn man ein Feuerwerk hat, kann man das als Antrieb benutzen, um dann damit noch viel weiter zu fliegen. Elytras, oder Elytren, wie auch immer, nutzen sich leider auch ab, aber man kann sie mit Phantomhaut reparieren, soweit ich das weiß. Dafür ist nämlich diese Phantomhaut auch nutze. So, das heißt, wenn wir die hier drauflegen und dann die Phantomhaut drauf, dann wäre sie wieder ganz. Aber wir haben sie jetzt noch so gut wie gar nicht benutzt. Daher ist das jetzt natürlich Quatsch. Und irgendwie fliege ich lieber in der Third-Person-Ansicht als in der First-Person. Ich weiß auch nicht genau warum. Aber irgendwie ist es so. So, Sand nehme ich mal mit. Wir können auch mal Trockenbeton mitnehmen in Blau. I guess. Was können wir noch mitnehmen? Hm.
Ach, das lassen wir jetzt erstmal so. Ich brauche unbedingt Feuerwerk jetzt, da wir die Lytra haben. Aber es ist echt cool, dass wir jetzt eine Lytra haben. Denn dadurch sind wir jetzt halt um ein Vielfaches agiler unterwegs, kann man so sagen. Ich kann ja mal hier vom Turm starten. Und jetzt ergibt auch unser kleiner Flugplatz wieder Sinn, den wir mal gebaut haben für Rudolf das Rentier, dass er dann irgendwann mal umbenannt wurde in Lisa, ne? Hier hinten das Ding. Ergibt jetzt natürlich auch wieder Sinn. Müssten wir nur mal Elytra-gerecht umbauen. Ja, das ist so eine Sache. So, ich würde sagen, wir segeln mal eine Runde in Richtung Schafsrennen. Denn auch da soll sich mal wieder ein bisschen was tun. Boah, gute Landung. Sehr gut gelandet hier. So, können wir mal den Berg hochjumpen. Ja, das ist auch so ein bisschen Nachteil, wenn man eine Lytra trägt, dann haut man sich manchmal das Kinn so im Boden an. So fühlt es sich an, wenn man halt springt. Passiert das manchmal irgendwie. Au. Und man muss echt aufpassen, dass man nicht zu schnell wird mit den Dingern. Denn das kann gefährlich enden. So, hier haben wir unsere Schafe. Und jetzt gucken wir doch mal, ob wir hier nicht die Strecke nochmal ein bisschen tunen können. Denn eventuell gibt es ja mal wieder ein Schafsrennen. Wer weiß, könnte ja mal wieder passieren. Ne? Das kann man nicht wissen. Und dann soll es ja auch nach was aussehen. Gucken ja Leute zu hier. Die wollen ja auch was geboten kriegen. So, das heißt, wir machen jetzt hier eine Sanddingens rein. So, eine Sandpassage für die Schafe. Das wird die bestimmt komplett verwirren. Und dann machen wir hier noch rein dieses Zeug. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, hier den blauen Trockenbeton. Einfach um die Schafe zu verwirren. Bin gespannt, wer das Rennen gewinnt. Wenn wir da mal wieder ein Schafsrennen machen. Wann war das letzte Mal? Folge 257 bis 259. Alter Schwede, ist das lange her. Wird mir der Zeit. So, und jetzt ist die Frage, wie ich hier am besten wegkomme. Boah, von Hanyans Turm aus könnten wir hier bestimmt auch geil launchen, oder? Müssen wir direkt mal probieren. Ich verprasse jetzt mal die Enderperlen. Wie gesagt, wir haben ja eh das Ende. Da können wir eh eigentlich die ganze Zeit Endermans killen, wenn wir da Bock drauf haben. Das würde ja sogar gehen. Enderman natürlich, nicht Endermans. Das würde sogar gehen. So, jetzt haben wir keine Perlen mehr. Und dann können wir auch ganz viele farmen. Also das sollte nicht das Problem sein, weil ihr habt es ja gesehen, im Ende gibt es massig Enderman. Wer hätte es gedacht? Von daher ist das eigentlich nicht die Problematik. Müssen wir halt nur tun. Ich glaube, jetzt haben wir keine Enderperlen mehr. So. Oh nein, der Herobrine-Baumstamm. Wobei ich immer noch nicht weiß, diese Baumstämme sind übrigens nicht von mir entworfen worden. Auch die hier alle. Gut, das sieht hier so aus, als hätte es gebrannt, aber die da vorne sind wirklich creepy, weil das sind einfach Baumstämme ohne Blätter. Und das, man sagt ja immer in dieser Urban Legend, dass das so ein Zeichen ist, dass Herobrine die Welt besucht hat. Und wie gesagt, ich war das wirklich nicht. Also jetzt echt nicht. Wir haben ja bei Folge 600 viel rumgespielt mit Sachen Herobrine und bla 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 und hatten da unseren Spaß. Aber in dem Fall weiß ich wirklich nicht. So, das hier ist irgendwie dumm gelöst. Weil hier viel. Ach ja, ich weiß auch, warum das dumm gelöst ist. Ah. Ja, gut, das ist hier alles andere als optimal. So, kommen wir denn hier irgendwie an den Rand? Kommen wir sogar. Nice. Nice. Okay, und ich würde sagen, let's go! Yeah! Ist das nicht wundervoll? Jetzt können wir durch unsere Welt hindurchfliegen. Und wenn wir dann erstmal ein paar Feuerwerke haben, also Feuerwerksraketen natürlich, dann können wir hier auch richtig rumfetzen, müssen nicht mehr landen. Also dann ist halt nicht nur segeln, sondern auch richtig fliegen. Wow. Boah, waren wir schon voll am Boden dran. Zack.
Okay. Gut, dann soll es auch gewesen sein von der heutigen Folge von Let's Play Minecraft oder von der heutigen Aufnahmesession. War eine kleine Expedition im Ende, aber eine sehr erfolgreiche, wie ich sagen würde. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier zu diesem Spiel. Wie gesagt, eventuell zu einem Schafsrennen, ich weiß es noch nicht genau. Oder aber auch zu irgendwas anderem. Wir müssten mal ein paar Ressourcen sammeln, glaube ich. So, ganz allgemein. Ganz viele Ressourcen sammeln. Vielleicht auch mal ein paar mehr Farmen haben, damit wir immer Gedöns auch auf Vorrat haben und so. Das wäre vielleicht ganz praktisch sogar mal. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wo wir die Leiter jetzt hinmachen. Dass die irgendwo heilig aufbewahrt ist. Keine Ahnung. Muss ich mir da mal überlegen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Es wird schon wieder Nacht, daher gehen wir wieder schlafen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier zu Minecraft. Macht's gut und ciao. Euer Fritte sagt Tschüss.